Übung und wir wollen das mal ausprobieren, ob das auch geht, eine Fläche eines Dreiecks zu berechnen, welches gegeben sei mit folgenden Größen: a gleich 3 Längeneinheiten, b gleich 4 Längeneinheiten und c gleich 5 Längeneinheiten. Nebenbei 3-4-5-Regel, die kennt ihr, das handelt sich um ein rechtwinkliges Dreieck, ne? Das bloß nebenbei. Längeneinheiten. Wenn ich mir das hier einmale, dann wäre ich ja verrückt. Ich sag mal 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist y oder f von x, können wir sagen. Hier ist eine 1 hier. Ich mache das mal ungünstig. Wenn ich mir das hier irgendwie zwar als rechtwinkliges Dreieck, aber schief reinmale, dann habe ich wirklich ein Problem. Da muss ich die Koordinaten, die Punkte bestimmen, da muss ich 3 Funktionen bestimmen. Das wäre in diesem Fall unnötig und Schmuck am Nachthemd. Ebenso wäre das unnötig, das Dreieck zum Beispiel so hier reinzulegen, weil ich dann letzten Endes ein Dreieck habe, wo ich hier wieder den Durchgang durch die y-Achse bestimmen muss. Da ja das Verhältnis Länge 3 zu 4, also 3 zu 4 ist, muss ich dann auch noch hier ein bisschen krumm rumrechnen, um y0 zu bestimmen. Unnötig kann man leichter machen, indem man sich das Dreieck, Moment, jetzt muss ich das löschen, indem man sich das Dreieck gleich so legt, dass man sagt 1, 2, 3 Längeneinheiten, 1, 2, 3, 4 Längeneinheiten hoch und ich lege es gleich durch den Koordinatenursprung. Warum ist das besser? Ganz einfach. Ich habe hier y0 ist nämlich gleich 0 und nicht nur das. Die untere Grenze, also klein u, ist dann auch gleich 0. Obere Grenze ist schon mal festgelegt, klein o ist dann 3. Jetzt muss ich noch die Funktion dieses Graphen bestimmen. Also mache ich das mal. Der Graph geht also hier, der die ganze Sache begrenzt, in der Richtung, geht also hier durch den Koordinatenursprung und jetzt haben wir sogar schon ein fertiges Steigungsdreieck. Ich kann sagen, der heißt f von x ist demzufolge 1, 2, 3 nach rechts, ergibt 4 nach oben, also 4 Drittel x. Ich muss kein Plus irgendwas hiermit angeben, also y0 ist in dem Fall nicht nötig. Das war zu ermitteln. Machen wir weiter im Text. Gesucht war also Groß A über Integral zu lösen und das ging so. Wenn ich diesen Graphen ermittelt habe, also den Teil der Lösung bestand darin, Graphen und Funktion dazu ermitteln. Das war der erste Schritt, das machen wir dann beim nächsten Beispiel genauso. Und dann haben wir einen Vorteil. Jetzt, also wie gesagt, wir können sofort loslegen, wir können sagen, die Fläche ist das Integral von 0 bis 1, 2, 3 über die Funktion 4 Drittel x dx. Nochmal zur Erinnerung, mal dx. Da ich jetzt hier sowieso keine Plus- oder Minuszeichen habe, brauche ich auch keine Klammer drum zu setzen. So, das ergibt die Fläche. Die Fläche ergibt sich also anders gesagt auch, und jetzt wird die schon integrierte Funktion in eckigen Klammern geschrieben, mit den entsprechenden Grenzen dran. 4 Drittel kann ich lassen einstweilen. Ich schreibe das mal auf einen längeren Bruchstrich. Aus x wird x Quadrat. Wir leiten also auf. Und hier unter kommt der neue Exponent, also muss ich unten 3 mal 2 nehmen. Jetzt kann ich glücklicherweise schon mal kürzen. Hier entsteht eine 2 und hier eine 1. Und ich bin fast fertig, wenn ich jetzt noch die untere und die obere Grenze rangeschrieben habe. Dann habe ich es schon fast erreicht. Die reine Fläche wird berechnet, indem wir die obere minus untere Grenze, also eingesetzt, hier in dieser eckigen Klammer berechnen. Also a ist gleich, jetzt kommt die obere Grenze. Die obere Grenze setze ich ein 3. Also die fertige Funktion heißt ja 2x² durch 3, 2 Drittel. Jetzt kommt x², 3 mal 3 ist 9. Und jetzt bin ich mit der oberen Grenze soweit fertig. Jetzt ziehe ich die untere Grenze ab und hier habe ich einen riesen Vorteil. Ich kann also sagen, ich schreibe es mal ausführlich, obwohl es wirklich jetzt schon fast sinnlos ist. 2 Drittel mal 0.
Jetzt könnte jemand sagen, nochmal zur Erinnerung, hier muss ja ein plus c hinein. Ja, das ist richtig. Aber für die Flächenberechnung ist es in diesem Fall witzlos, denn auch wenn hier eine 0 steht, bleibt das c stehen und hier bleibt ein c stehen. Die beiden c's heben sich also auf. Das ist in diesem Fall nicht mehr nötig. Ja, jetzt können wir wieder kürzen. In diesem Fall ergibt das eine 3 und hier ist eine 1. Also 2 mal 3 ist 6. Das war ja auch zu erwarten. 6 Längeneinheiten zum Quadrat, beziehungsweise, ich kann auch sagen, 6 Flächeneinheiten. Ne? So geht das auch. Längeneinheiten, weil wir haben uns nicht festgelegt auf Meter oder Kilometer oder Zentimeter irgendwas. Gibt es bis dahin erstmal Fragen? Soll ich mal kurz Pause machen? Keine Fragen? Gut, machen wir weiter. Also diese Fläche hier galt es zu ermitteln. Wenn ich jetzt eine Aufgabe habe, wo es heißt, berechne mittels Integralrechnung, also praktisch übertrieben stark ist das immer, ne?